Ja, wunderbar. Sehr schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend zu Ihnen sprechen darf, zu diesem Thema Plattform und künstliche Intelligenz oder auch zu dem Status quo oder auch zu den Bedrohungen vielleicht oder, um es damit auch abschließen zu wollen, mit den Potenzialen, die wir ja eigentlich alle noch vor uns liegen haben. Und vielleicht zwei, drei Worte zu mir. Ich bin kein Petrolhead, so wie Sie wahrscheinlich. Ich komme tatsächlich aus der Logistik, aus der harten Transportlogistik, noch bin Sohn eines Spediteurs und beschäftige mich im Augenblick sehr stark mit den Themen Mobilität, Logistik und Digitalisierung. Unter anderem auch ein Thema, was wir ja in der Hypermotion in Frankfurt gemeinsam angehen werden auf dieser neuen Messe- und Fachkonferenz. Da haben wir drei Tage das Thema nonstop, wenn man so will. Das zeigt auch, glaube ich, sehr deutlich, wie wichtig das Thema Mobilität, Logistik und Digitalisierung ist. Und ich kann mich erinnern, letztes Jahr, als auch hier in Berlin der Deutsche Logistikkongress war, der im Übrigen auch nächste Woche wieder stattfinden wird, da hat Stephen Probst, der CTO der Firma Teradata, einen Vortrag gehalten und er meinte, und das fand ich sehr spannend, dass 50-60% aller Unternehmen, die im Silicon Valley angesiedelt sind, sich mit den Themen Logistik und Mobilität beschäftigen. Und das zeigt, glaube ich, sehr gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie wichtig das Thema ist, nicht nur bei uns, sondern überall auf der Welt. Und wie wichtig die Beschäftigung mit dieser Thematik für die nächste Zeit auch tatsächlich ist. Ja, was möchte ich Ihnen eigentlich heute erzählen? Wie sieht die Agenda aus des heutigen Abends? Vielleicht mal ganz kurz zu dem Thema künstliche Intelligenz, Business as usual. Wir haben ja gerade eben schon ein wunderbares Bild von New Yorker gesehen. Das ist so gemeinhin die Vorstellung, die man von künstlicher Intelligenz hat. Was bedeutet künstliche Intelligenz eigentlich für uns? Wo wird sie vielleicht tatsächlich schon eingesetzt? Dann möchte ich auf das Thema auch kommen, Disruption in der Automobilindustrie durch künstliche Intelligenz. Ich möchte dies auch mit einem kleinen Beispiel der Firma IBM entsprechend auch anführen, nämlich das Thema OnStar, das jetzt ganz neu dieses Jahr auch mit gegründet worden ist. Und last but not least möchte ich dann auch tatsächlich auf die Konsequenzen für unsere Zukunft zu sprechen kommen. Ja, bevor ich das mache, künstliche Intelligenz, Business as usual, vielleicht hier mit einem großen, dicken Fragezeichen versehen. Das Thema beschäftigt uns ja nicht nur seit heute, sondern tatsächlich schon seit mehreren, mehreren Jahren. Das Bild, was Sie hier sehen, ist von dem hervorragenden Film von Fritz Lang, Metropolis. Der ja, glaube ich, in den 20er oder 30er Jahren ja schon entstanden ist. Also von da hat man sich mit diesem Thema so beschäftigt und im Prinzip ist eigentlich, wenn man die Roboter von heute anguckt, eigentlich nicht mehr viel dazugekommen, außer dass diese schon relativ weiblich aussehen und damit unter Umständen was attraktiver sind als die Geräte, die man heute aus Japan so sieht. Ja, aber künstliche Intelligenz ist eigentlich, um es zusammenzubringen, keine Science Fiction mehr, die gibt es nämlich jetzt schon. Jetzt ist natürlich die Frage, was möchte man unter diesem Thema künstliche Intelligenz eigentlich verstehen? Ich habe 12 Jahre in dem Bereich Data Analytics gearbeitet, Datenanalysen, und die künstliche Intelligenz ist für uns eigentlich nichts anderes und nicht mehr weniger als zu verstehen, wie tickt ein System, wie kann man ein System interpretieren, was kann man aus diesem System lernen, was kann man automatisch lernen. Und wie kann ich ein System dann auch wieder intelligent beeinflussen? Das sind eigentlich die Grundlagen, die man dafür benötigt. Also die Grundlagen sind nun mal zunächst Daten, Datenreihen, jede Menge an Erfahrung, natürlich auch Algorithmen, die man dort reinstecken muss. Das funktioniert jetzt nicht von alleine. Also viele haben ja diese Vorstellung, ein Roboter übernimmt jetzt die gesamte Welt oder Computer übernimmt die ganze Welt. Ganz so ist es tatsächlich noch nicht. Da steckt sehr viel menschliche Intelligenz auch noch drin. Ein ganz besonders schönes Beispiel, wie ich finde, ist das Beispiel aus der Jet Engines, aus der Turbinenindustrie. Da haben die Unternehmen schon relativ frühzeitig eigentlich verstanden, welcher Profit eigentlich darin steckt, Daten telematisch aus einer Flugzeugturbine zu entnehmen und diese dann auch tatsächlich auswerten zu können. Das wird tatsächlich im Online-Verfahren gemacht, wenn Sie mal einen A380 ansehen. Diese Flugzeuge produzieren auf jedem Flug zwischen 1 bis 4 Terabyte an Daten und da kommt dann relativ schnell eine sehr, sehr große Menge eben zusammen, die dann auch relativ schnell komplex und unüberschaubar wird. Und dann ist die große Fragestellung, wie diese großen Datenmengen analysieren und was sind die Ergebnisse, die ich da rauskriege. Es sind zunächst mal nichts anderes als Informationen von Sensoren, und das sind natürlich keine einfachen Sensoren, von denen Sie jetzt ausgehen müssen, das sagt jetzt irgendwie Stopp, wie beim Gabelstapler, jetzt nicht mehr höher fahren, weil sonst bin ich mit der Gabel draußen, sondern das sind natürlich wesentlich kompliziertere Sensoren, die Sie haben, die
Drücke natürlich messen, die vielleicht auch Temperaturen messen, das zusammenbringen, und da arbeiten wir schon gleich im zwei-, drei-, vierdimensionalen Raum, haben Strukturen und Muster, und die müssen erkannt werden, und auf Grundlage dieser Strukturen und dieser Muster ist man dann eben auch in der Lage zu sagen, ist etwas, kann etwas passieren oder nicht, oder wie hoch ist das Risiko. Und das Schlimmste bei der ganzen Geschichte ist eigentlich immer nur dann, wenn Sie plötzlich eine Struktur und ein Muster haben, das Sie zuvor nie hatten. Das bedeutet nicht, dass es dann etwas Schlimmes ist, aber das bedeutet, dass in dem Augenblick Management by Exception eigentlich eingreifen müssen und überlegen müssen, was mache ich mit dieser Struktur, wie gehe ich mit dieser Struktur um. Zum Teil ist das natürlich noch manuell, das heißt, da müssen dann sich die Fachingenieure hinsetzen und überlegen, wie kann ich jetzt diese Datenreihen interpretieren, besteht dort eine Kausalität, dass beispielsweise ganz bestimmte Bauteile in einem solchen System ausfallen, ja oder nein beispielsweise. Oder aber ist es tatsächlich so ein einfacher Zusammenhang, dass ich tatsächlich über Machine Learning feststellen kann, das hat keine Auswirkungen auf mein System, weil ich im gleichen Zusammenhang eine Root Cause Analysis machen kann und damit verstehen kann, was passiert oder was passiert nicht. Das ist eigentlich das, was hinter der künstlichen Intelligenz in Anführungszeichen tatsächlich steckt, nämlich zunächst einmal verstehen zu können und Systeme beeinflussen zu können. Das betreibt tatsächlich diese Unternehmen wie hier General Electric sehr erfolgreich, und das nicht erst seit heute, sondern schon seit 10, 15 Jahren. Und ganz ehrlich, ich war vor 4 Jahren bei der Lufthansa Technik, wir haben auch über Datenanalysen gesprochen, und die haben ein dickes, fettes Problem, weil nämlich GE und Rolls-Royce denen die Daten schon längst weggenommen haben und die gar nicht mehr rankommen an diese Daten. Das heißt, es ist deren Geschäft und die machen nichts anderes als Daten abzuziehen, zu analysieren und die fertigen Reports dann an die Aviation-Unternehmen für sehr viel Geld eben wieder zurück zu verkaufen oder vielleicht noch ein Early Warning mit zu generieren, um damit eben von einem besonders riskanten Verhalten warnen zu können. Und das ist genau das, was uns in vielen anderen Teilbereichen auch blühen kann. Wenn Sie mit einer Deutschen Bahn beispielsweise sprechen, die machen sich kaum Gedanken, naja, unser Zug, der produziert auch Daten, ja, ja, weiß ich nicht, ne? Die kommen jetzt immer mehr auch in Drifter, aber Bombardier und die Hersteller wie Siemens beispielsweise, die schlafen nicht, sondern die haben gesehen, naja, so ein wunderbares Geschäftsfeld, das bringt uns ein ongoing revenue stream, also wären wir schön blöd, wenn wir das nicht machen würden und nicht die Daten eben abziehen würden. Und dann stellt sich die Frage, wem gehören jetzt eigentlich die Daten und welche Daten brauche ich eigentlich, um mein Gesamtsystem holistisch verstehen zu können? Und da sind wir eigentlich auch schon bei Ihrer Thematik, nämlich bei dem Automobil. Ja, und das ganz Interessante ist, dass sich hier natürlich auch Plattformen bilden, die diese Daten sammeln, analysieren und auswerten, das Ganze im Online-Modus. GE macht das auf einer Cloud-basierten Lösung. Platform as a Service, das Unternehmen nennt sich Predix, ist relativ groß geworden, besteht aber nicht nur aus einer einzigen IT-Plattform, sondern es geht immer um den sogenannten Best-of-Breed-Ansatz. Es geht darum, nutze die Technologie, die für mich gerade die richtige Technologie ist, weil ich damit eben die besten Analysen machen kann. Und ich habe 11 Jahre für das Unternehmen Teradata gearbeitet und wir haben in Silicon Valley auch eine sehr große Dependance gehabt. Apple ist ein sehr großer Nutzer von Teradata. Und wenn wir mit unseren Kunden dort hingegangen sind, dann haben die auch gesagt, naja, wir haben Teradata, die ist gut, aber wir haben natürlich auch eine IBM und eine Oracle, wir haben auch andere Maschinen, wir haben auch Open-Source-Maschinen, weil wir es brauchen, weil nur das natürlich ein Best-of-Breed-Ansatz tatsächlich ist. Ja, also Sie sehen, die Plattformen, die sind da, die entwickeln sich natürlich nicht nur jetzt in dem Bereich, den Sie und wir auch kennen, wie Amazon oder wie Google oder wie Apple, sondern das sind auch Industrieplattformen, die ein ganz neues Potenzial haben. Ich bin sehr froh, auch deutsche Unternehmen haben das erkannt, auch die Siemens hat hier sehr, sehr stark und massiv auch investiert in eine solche Plattform, sind jetzt auch hergegangen, haben eigene Produkte wie die Synalytics gegründet, sind dort unterwegs mit einer eigenen Mannschaft an Data Scientisten, also mit Leuten, die Daten durchwühlen, die man früher vielleicht bei dem Unternehmen Siemens so gar nicht gesehen hätte. Also auch ein sehr großer Innovationssprung, den man hier tatsächlich nehmen muss. Und wie Sie sehen, eine der großen Neuigkeiten, die das Siemens Management während der Innovation Day 2016 im Dezember in München verkündete, war zweifellos die frisch gebackene Kooperation mit IBM, insbesondere mit Watson, der seinen Hauptsitz auch tatsächlich in München hat. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass ein sehr großes US-amerikanisches Unternehmen seinen Hauptsitz für den Watson, der eigentlich die Intelligenz bei Ihnen auch darstellt und auch ein extremes Alleinstellungsmerkmal ist, tatsächlich nach München holt. Und die zweite Feststellung ist, und das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige These, alleine machen geht es nicht. Man braucht starke Kooperationspartner, denn dieses Thema bedeutet wirklich
dicke Bretter mit sehr, sehr dünnen Bohrern zu bohren. Das ist sehr viel Know-how, das man benötigt. Man braucht sehr viel Personen und man braucht auch sehr viel Intelligenz, die man hier direkt mit reinsteckt. Und da sind wir auch schon beim Thema Automobil. Wo steht das Automobil oder wo jetzt hin? Das ist eine sehr vereinfachte Darstellung. Ich weiß natürlich, da gibt es noch ganz andere tolle Bilder, Schaubilder, wie man jetzt das autonome Fahren noch untergliedern kann nach Nitty-Gritty-Faktoren. Darum geht es mir eigentlich gar nicht, sondern mir geht es einfach nur darum zu sagen, wo sind wir eigentlich, was ist denn tatsächlich passiert? Und wir haben einen riesigen Intelligenzsprung eigentlich gehabt nach dem Thema intelligente Fahrzeuge, ich sage mal Fahrerassistenzsysteme und Navigation. Dann kam Connected Driver, nämlich das Device, nämlich das erste Mal die Möglichkeit, eine Onboard-Unit, wenn man so will, direkt in der Hand zu haben und sie in irgendeiner Art guiden zu lassen. Entschuldigen Sie bitte, dass ich so diesen Sprachraum und den Englischen reinkomme, aber das bringt eben die Thematik teilweise so mit sich. Ja, und dann sind wir jetzt schon beim nächsten Sprung, nämlich bei dem Thema Plattformsprung, zu sagen, wenn ich Daten habe, was kann ich mit diesen Daten tun? Und ich habe es gerade vorher schon mal gezeigt, bei GE, bei der Predix, als auch bei der Siemens-Lösung. Ganz wesentlich ist, wenn ich einen Wettbewerbsvorteil erreichen will, ich brauche die Daten. Who owns the data, owns the business. Das ist das, was tatsächlich zählt. Je mehr Daten ich haben kann, umso besser ist es, weil ich dann mein Asset, meinen Kunden wesentlich besser profilieren kann. Profilieren bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als ich kann ihn besser verstehen. Verstehen bedeutet in letzter Konsequenz, ich kann vielleicht sagen, was wird er tun, was sind seine Präferenzen, was kann ich ihm anbieten und dann kann ich bin Logistiker am Ende des Tages Schlander anbieten, Schlander produzieren und spare mir ohnehin die Geld für Inventorianzahl, für Bestände und für all diese Dinge. Ich kann synchronisiert im Prinzip produzieren und anbieten und genau das ist das, wo man hin will. Und wenn Sie sehen, wie ein Amazon agiert, dann agiert er genauso. Der sagt, ich habe meinen Kunde und das Wichtigste, was ich habe, ist mein Kunde, ich muss den verstehen und wenn ich den verstehen kann, dann muss ich beliefern. Und wenn die Kameraden Logistikdienstleister nicht liefern können, dann kaufe ich meine eigenen Flugzeuge und meine eigenen Schiffe. Und wenn sie nicht an Drohnen glauben, dann mache ich das selber und baue in Asien meine eigenen Drohnennetze auf. So läuft die Sache tatsächlich. Und wenn sie das Kapital dann auch noch haben im Hintergrund, dann laufen da relativ viele Dinge und dann baut sich sehr schnell eine Konkurrenz auf, die einen Markt eben sehr schnell erobern kann, weil sie das Netzwerk schon hat. Das ist das Wesentliche. Sie brauchen das Netzwerk, sonst können sie da nicht überleben. Ja, und last but not least haben wir dann vielleicht in dem Zusammenhang Internet of Things im vollen autonomen Fahren tatsächlich diese Google-Eier und da ist tatsächlich das Fahrzeug wirklich nur noch ein Mobility-Device und viele Dinge ändern sich ja da auch tatsächlich. Ich habe es gerade vorher schon gesagt, ich habe vor zwei Wochen ein 30-jähriges Abitur gehabt, habe einen alten Freund getroffen, der ist Fahrlehrer und habe den gefragt, Mensch, wie sind denn eigentlich deine Fahrschüler, hat sich da was verändert? Und sagte, ja, früher als wir Fahrschule gemacht haben, haben sie das erste, was wir gefragt, wie PS hat die Karre. Heute sagt jeder, ja, könnte den auch mit Automatik haben, das Schalten da, das irritiert mich doch ein bisschen und eigentlich will er bloß von A nach B kommen. Also es ist tatsächlich so, dass sich etwas verändert und dass die Mobiltelefone, die Smartphone einen anderen Stellenwert bekommen und die Mobilität einen anderen Stellenwert auch tatsächlich hat. Ja, ich möchte mal ein Beispiel bringen für eine solche Lösung, die sich hier etabliert hat, unter anderem auch unter dem Zusammenschluss von GM und von IBM. Also Sie sehen auch hier wieder, es geht nicht, wenn es einer alleine macht, denn die Erfahrung und die Kompetenz bringt immer einer mit und ein anderer besitzt eine andere Erfahrung und die große Innovation und der große Wettbewerbsvorteil besteht dann darin eben, dass man dieses Know-how tatsächlich sinnvoll zusammenbringt. Und was macht OnStar auf Basis von IBM Watson? Das ist das Interessante. Sie bezeichnen sich selbst als die fürste Industrieplattform, die kognitive Industrieplattform ist. Und was möchte OnStar bieten? OnStar möchte eigentlich mehr, nicht weniger bieten als einen direkten Kontakt mit den Fahrern und den, ich sage jetzt mal, wie es ist, den Endkunden zu bekommen. Denn man spricht vom Endkunden, man spricht von demjenigen, der das Fahrzeug nutzt, der das Fahrzeug vielleicht als Mobility-Device nutzt. Und mit dem möchte ich in Kontakt treten. Warum möchte ich mit ihm in Kontakt treten? Weil es natürlich sinnvoll ist. Sie haben schon gesagt, 50 Minuten verbringt jeder Einzelne in seinem Fahrzeug. 50 Minuten, die vielleicht für den einen oder anderen vergeudete Zeit darstellen. Für den anderen bedeutet es ein enormes Marktpotenzial, das ich ihm bieten kann, indem ich ihm die Zeit vertreibe über Entertainment oder indem ich ihm sage, Mann, dann bestell doch was, das kannst du abends da und da aufnehmen oder irgendwann packst du in den Kofferraum rein. Also es gibt eine Vielzahl an Spielarten und an Möglichkeiten und an
Business und an Services, was ich anbieten kann, was unsere Mobilität vielleicht tatsächlich verändern. Und das geht ja bis hin, indem ich das Fahrzeug in Mobilitätsketten einfüge und sage, gut, jetzt übernehme ich autonom das Steuer, fahre ich zwischen einem freien Parkplatz und über das Smartphone weiß ich dann eben auch, wo es weiterhin geht. Deswegen auch dieses Bild mit dem OnStar ganz massiv Werbung macht. Es geht nicht nur um das Device, das ich im Automobil habe, sondern es geht immer auch um das Smartphone und über weitere Kanäle. Es ist eine Form des Kanalmanagements. Wie kriege ich die Kanäle zusammen? Für wen? Nämlich für einen einzigen, das ist der Endkunde, genau der interessiert mich, weil der am Ende des Tages, Entschuldigung, dass er sagt, die Knete hat. Darum geht es und das ist genau das, was sich auch hinter der Intelligenz von IBM Watson eigentlich steckt. Damit machen die eigentlich auch Werbung. Das kann ich gleich nur, das ist kleingedruckt, das heißt, ich kann das auch schon immer lesen. Aber damit machen die Werbung und darum geht es eigentlich. Die Disruption besteht darin, plötzlich in eine Kommunikation mit dem Fahrer zu kommen und ihm dann eben auch Marketingaktivitäten zukommen zu lassen oder eben auch ganz andere Unternehmen mit ins Spiel zu bringen, die dann eben als Partner viel, viel mehr anbieten können als nur die, sag ich mal, Personenbeförderung von A nach B. Und je mehr ich natürlich über den Kunden weiß, umso mehr kann ich ihn vielleicht persönlich erinnern, umso mehr kann ich auf seine persönlichen Präferenzen eingehen, umso mehr kann ich ihm sagen, mach doch mal hier einen Stopp, du hast jetzt noch 10 Minuten Zeit, du kannst es noch angucken. Das sind all die Dinge, die hinter diesen Themenfeldern stecken. Und das ist tatsächlich auch Realität, wenn Sie in den USA unterwegs sind, da gibt es das schon sehr oft, dass Sie eben solche Apps haben, die Ihnen dann den Weg lotsen vom Parkplatz ins Stadion und basierend auf Ihrem eigenen Profil sagt Ihnen die App dann auch noch, naja, du hast doch zwei Kinder gerade mit dabei, ich gebe dir jetzt einen Voucher, kannst du bei McDonald's noch reingehen, da noch schön was essen mit deinen Kindern. Klar, der gibt natürlich nicht nur den Voucher, sondern der isst natürlich selber auch noch was und so verträgt er damit eben auch den Umsatz. Und das ist genau die Art und Weise, wie das Spiel eigentlich läuft, wenn man so will. Ja, soweit, so gut. Sie sehen also, die Möglichkeiten sind riesengroß. Es ist ein riesengroßer Markt, der sich hier bietet, insbesondere auch OnStar. Und OnStar ist natürlich auch nicht alleine gestartet, sondern hier sind schon einige weitere Unternehmen mit an Bord gekommen, um das gesamte Portfolio zu komplettieren, wenn man so will. Das Wichtigste ist aber, dass so Unternehmen wie Mastercard eben auch mit dabei sind. Denn die Frage ist immer, wie bezahle ich den ganzen Spaß? Ich möchte ja nicht mehr irgendwie Geld drauf machen, sondern das soll ja, wenn dann, möglichst auch so sein, ich drücke irgendwie auf den Knopf oder ich sage irgendwie was, ich hätte gern einen Kaffee, der sollte mir schon bereitgestellt werden, womöglich in der nächsten Raststätte, und dann sollte der eigentlich auch schon bezahlt sein, um dem Kunden so viel wie möglich eben zu ersparen. Und deswegen dieser enorme Aufwand. Trotzdem aber, warum das Ganze und was war eigentlich der Antrieb? Und das bringt, glaube ich, das nächste Slide von der IBM relativ gut eigentlich auf den Punkt. 73% aller Mobility Services sind einfach signifikant für den Consumer Market, wenn man so will. Also für den Consumer Market, das bedeutet für Sie und für mich, also für den Endkunden, neue Dienstleistungen, die ich damit eben anbiete. Und das natürlich für die Plattformen und für die großen IT-Unternehmen, die es gibt, ein gefundenes Fressen. Denn wer hat denn die Daten vom Endkunden? Das sind die klassischen Datensammler wie Google beispielsweise oder auch wie Apple. Who owns the data, owns the business? Die gehen natürlich da rein und sagen, ja super, jetzt zollen wir halt mal das Pferd von hinten auf und sagen, na, wie können wir denn jetzt mal das Geschäft machen oder wie können wir euch denn kapern, wenn man so will. Und das bedeutet, wir haben hier Konsequenzen für die Zukunft. Das eine ist, glaube ich, aus B2B wird immer mehr B2C. Wir müssen sehen, wie sich das alles verändert und wie B2C zu B2C auch wird und andersrum. Wie diese Grenzen miteinander verschwimmen und die Kundenzentrizität, von der wir sprechen, wird auch für den Markt der Automobilindustrie ganz wesentlich. Der zweite Punkt ist vielleicht nicht nur, muss man vielleicht sagen, das Automobil, sondern die Plattformen werden intelligent. Denn die Intelligenz wird sich nicht mehr später im Automobil befinden, sondern auf der Plattform, die damit eben die Transparenz über den Endkunden hat und damit eben auch das Geschäft reiten kann und diesen ongoing revenue stream wiederum generieren kann. Das ist ja interessant, ich will ja nicht nur einmal ein Auto verkaufen, sondern wenn ich da noch ongoing noch Geld kriegen kann, dann wäre es ja umso besser. Damit kann ich auch besser investieren und habe auch eine höhere Sicherheit für mein gesamtes Unternehmen. Ja, und last but not least, glaube ich, ganz wesentlich, Mobilität der Zukunft bedeutet Vernetzung und das hat das Beispiel IBM auch gezeigt oder Prelix gezeigt. Ohne strategische Partnerschaften, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht, glaube ich, gar nichts mehr. Also irgendwelche Grabenkämpfe aufzumachen, wäre, glaube ich, jetzt das Falscheste, was wir machen können. Wir müssen uns vernetzen, wir müssen zusammenarbeiten und müssen jetzt zu logischen und verträglichen Lösungen eben auch kommen. Ja, aber was ist die Konsequenz?
was sich hier aus diesem Szenario eigentlich abspielt. Und das ist, ich habe es hier mal so gestellt, Spaß, aber Data Wars, die Invasion der Datenplattform, wenn man so will, das passiert gerade zurzeit. Und wenn man es jetzt betrachtet, mal auf die Situation in der Automobilindustrie, Achtung, altes Bild, ich habe mich hier mit Herrn Braun auseinandergesetzt, wir haben schon sehr schöne fachliche Diskussion gehabt, ich habe ihm das Bild aufgezeigt. Erster Kommentar von Herrn Braun: Das ist doch aber altes Bild, also das müssen Sie jetzt nicht bringen. Ne? Dann haben wir es noch ein bisschen erweitert und zwar, das Interessante ist eigentlich auch dieses alte Bild, das noch jeder kennt, mit dem Original Equipment Manufacturer, also mit der produzierten Einheit in der Mitte, ist tatsächlich heute noch so im Gebrauch. Aber was passiert denn nun? Die dunkle Seite der Macht, das sind die Plattformen. Und die Plattformen versuchen eigentlich, die Filialen auszuschalten. Und das sehen Sie ja auch in unseren Städten, dass immer mehr klassische Filialen eigentlich verschwinden und der Onlinehandel immer mehr massiv eben auch tatsächlich steigt. Was passiert? Im zweiten Schritt, Märkte werden gekapert eigentlich von diesen Plattformen, allen voran Unternehmen wie Amazon oder eben auch wie Alibaba, die in ganz anderen skalierbaren Größen arbeiten. Und was versuchen die jetzt so? Die versuchen natürlich über die Informationen, die sie am Markt haben, die Entwicklung mit zu beeinflussen und versuchen damit eben zu sagen, naja gut, wenn ich jetzt mal weiß, was der Markt will, wenn ich weiß, was für Mobilitätswünsche er hat, dann ist es ja eigentlich ein einfaches im nächsten Schritt zu sagen, was muss dann eigentlich mein Mobility Service leisten? Oder was muss mein Mobility Curator leisten? Also jemand, der ein Advice geben kann, was zu tun ist und so welcher Zeit. Und so schleichen die sich so klamm eigentlich rein und versuchen damit eben auch die OEMs zu kapern, wenn man so will. Und das Gefährliche an der ganzen Sache ist, dass man dann unter Umständen zum reinen Carrier wird oder zum reinen Befehlsempfänger von demjenigen, der die Datenmacht eben hat, wenn man so will. Und dann kommt noch E-Mobilität dazu, aber das will ich jetzt gar nicht irgendwie noch beschreiben, aber das ist natürlich schon ein sehr dunkles Szenario der Macht. Frage ist natürlich am Ende des Tages, wo bleiben wir? Da kann ich mich tatsächlich nur meinem Vorredner anschließen. Ich habe jetzt nicht so viele tolle Bilder mit dabei, aber ein Bild wollte ich auch zeigen zum Thema künstliche Intelligenz. Und hier sieht man, dass Google ganz massiv in dieses Thema investiert. Warum? Weil sie exzellenten Einblick in die Daten ihrer Kunden haben und damit mit die besten Profilierungen eben auch betreiben können. Deswegen sind die natürlich scharf auf alle möglichen Tools der künstlichen Intelligenz, um das möglichst automatisiert zu tun. Warum automatisiert? Damit sie noch schneller am Markt sind und damit den Wettbewerbsvorteil wieder gewinnen. Denn die Konkurrenz, muss man ganz ehrlich sagen, die schläft ja nicht an dieser Stelle. Ja. Faktenreport, wo sind wir? Tatsächlich ist der Standort München in Deutschland einer der größten Standorte im Thema Digitalisierung. Das ist auch gut so. Und man hat das ja auch gesehen im Bereich Watson. Hier hat man auch sich für München als Standort eben entsprechend entschieden. Das ist gut, reicht aber natürlich noch lange nicht. Ich denke, Sie können mir hier zustimmen. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was in Silicon Valley abgeht, da haben wir auch natürlich ganz andere Unternehmen, die dort angesiedelt sind. Aber ich glaube, wir müssen den Schwung nutzen und wir müssen, ich habe mal ein kleines Bild gemacht, was man vielleicht alles machen muss. Wir müssen insgesamt weg von dem 1984er Denkschema. Viele, ich sag mal, der älteren Generationen haben noch diesen Roman im Kopf und haben Angst vor dem sogenannten Big Brother. Die Jungen, die verstehen das schon gar nicht mehr, die denken, Big Brother schon wieder Dieter Bohlen oder solche Leute. Ne? Aber wir müssen weg von diesem Denkschema, dass personifizierte Analysen per se etwas Schlechtes sind. Das sind sie nicht. Das sind sie nicht. In den USA sieht man das zum Beispiel komplett anders. Da freut man sich darüber, wenn man eine personifizierte Kampagne bekommt, wenn man sagt, das ist eine Wertschätzung, die mir gegenüber als Kunden eben erbracht wird. Wir müssen auch weg von dem Denken der 80er Jahre des Datenschutzes. Und verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch. Aber es geht nicht darum, Daten zu schützen, sondern es geht darum, dass wir uns als Gesellschaft Gedanken machen müssen, welche Analysen sind erlaubt und welche Analysen sind nicht erlaubt. Und was ist zu tun, wenn wir eine Analyse machen, die nicht erlaubt ist? Das sind die großen Kernfragen, mit denen wir uns als Gesellschaft eben auch auseinandersetzen müssen, auch von politischer Rahmenbedingungen und von politischer Seite aus. Also wir müssen uns im Klaren sein, was ist in der digitalisierten Welt erlaubt, was nicht. Dann gibt es das Thema General Data Protection Regulations. Ich habe es gehen Sie auch noch drauf ein, Thema, das muss man auch bis 2018 umsetzen, ich schneide es jetzt hier an nur, aber, und ich glaube, das Wesentliche ist, wir haben am Industriestandort Deutschland das Potenzial und wir haben die Erfahrung. Und diese Erfahrung, meine sehr verehrten Herren, die kann uns keiner nehmen, die ist wesentlich. Wenn ich Algorithmen
programmieren will, und ich habe das sehr oft mit meinen Mathematikern, ich verstehe es selber nicht, aber meine Mathematiker bei uns, die können das sehr gut, dann brauchen sie Erfahrung, sie müssen ein System trimmen. Also ein Algorithmus fällt nicht von heute auf morgen vom Himmel runter, sondern der bedeutet auch sehr viel Erfahrung in der Umsetzung. Und dieses Potenzial, das müssen wir tatsächlich nutzen. Und darüber hinaus müssen wir uns auch im Klaren sein, wie schaffen wir es mit unserer Kompetenz im Bereich B2B, die wir ja haben und die unumstritten ist, das sagen selbst die Amerikaner, wie können wir dieses Momentum nutzen, um damit eben so Plattformen zu generieren, die dann wieder in den B2C-Markt gehen. Und das können wir auch, nur wir müssen es tatsächlich wagen und wir müssen vor allen Dingen den Management-Ebenen besser verstehen, was Digitalisierung tatsächlich bedeutet und welche Potenziale vorhanden sind. Ohne dem einen oder anderen nahe zu treten zu wollen, aber ich habe das selber, mein Bruder, der ist 9 Jahre älter, der ist Spediteur, der hat die Firma übernommen und der ist, wenn der Computer macht, macht er ein bisschen auf Excel, aber mit Business Intelligence, weiß er so nicht so viel und da ist er schon zu weit weg eigentlich. Das ist tatsächlich, er bräuchte da dringend Unterstützung, er hat ja mich Gott sei Dank, ich sage ihm das immer wieder. Aber es ist wesentlich, dass sie die Themen angehen, Digitalisierung, auch mit dem Begriffsverständnis, welche Potenziale eigentlich dort liegen. Und ich sage es nochmal, who owns the data, owns the business. Es geht gar nicht mehr so sehr um die Spaltmaße, die sind auch wichtig, wenn man produziert, gar keine Frage. Aber es steht eher die Frage im Vordergrund, wozu kann ich Daten nutzen, um meine Produktion oder meine Fertigung noch wesentlich effizienter und synchronisierter vor allen Dingen zu gestalten. Das ist das, wo wir auch in Zukunft weiter ran müssen. Ja, und last but not least vielleicht auch die German Angst, das ist auch interessant, das ist ein englisches Wort, German Angst, muss eigentlich überwunden werden und wir müssen auch wieder etwas wagen. Und vor allen Dingen, eines dürfen wir nicht haben, und das ist mein abschließendes Bild, diesen Watson brauchen wir tatsächlich nicht, wobei ich Emma Watson eine gute Schauspielerin finde, aber letztendlich, vielleicht hat der eine oder andere dieses Buch, The Circle von Eggers, auch tatsächlich gelesen. Da geht es um ein düsteres Szenario, dass Unternehmen wie Google, TrueJulen, die das dort tatsächlich die Weltmacht übernehmen, da sollte es tatsächlich nicht hinkommen. Das wäre der falsche Weg. Insofern möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und stehe natürlich gerne für Fragen jetzt oder auch nachher im Anschluss zur Verfügung. Vielen Dank.